Moin Moin, du zum Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute gibt es mittlerweile 14 Flottendreier. Die Reihe, in der ich euch drei günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in kurzer Zeit vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Der Winter schlägt seine Fänge dieses Jahr auch bis spät hinein. Anfang April habe ich auf meinen Touren teilweise Minusgrade und Schnee. Praktisch, um sich die Hände zu wärmen oder im Schlafsack eine zusätzliche Wärmequelle an den Hüften oder Füßen zu haben, sind Wärmepads. Seit einiger Zeit benutze ich nun die Handwärmer von The Heat Company. Diese sind einmalig benutzbar und reagieren auf Sauerstoff. Die Pads sind 9 x 5 cm groß, wiegen 50 Gramm und kosten im 10er-Pack knapp 12 Euro. Jedes Pad ist einzeln verpackt und reagiert bei Herausnahme mit der Luft. Ein Wärmekissen besteht aus einem luftdurchlässigen Beutel. Durch Oxidation des Eisenpulvers wird Reaktionswärme frei. Salz, Aktivkohle und Vermiculit sind Katalysatoren und dienen als Wasserspeicher. Die Wärmekissen sind ungiftig und nach dem Gebrauch im normalen Hausmüll oder Restmüll zu entsorgen. Die Pads brauchen ein wenig, bis sie warm werden und halten dann knapp 12 Stunden. Dabei geben sie eine konstante Wärme ab. Nicht heiß, sondern warm. Durch luftdichtes Verpacken, zum Beispiel mit einem Plastikbeutel, kann die Reaktion gestoppt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden. Somit zum Beispiel aufteilbar an 2 Tagen für je 6 Stunden. Bei sehr kalten Temperaturen von unter minus 10 Grad benutze ich sie gerne im Schlafsack an den Hüften. Gut damit kombinierbar ist der zweite Ausrüstungsgegenstand für heute. Der Nierengurt von Rolev. Dies ist ein Klettgurt mit Fließeinlage, um ihn an den Hüften zu tragen. In XL für knapp 18 Euro zu haben, isoliert dieser im Hüftbereich beim Sitzen und Stehen. Sehr nützlich, sobald man nicht mehr wandert, sondern am Lagerfeuer sitzt. Gerne benutze ich ihn auch draußen bei Festen in der Stadt und am Glühweinstand. Unter den Gurt kann man natürlich ein Wärmepad klemmen und somit den Komfort nochmal erhöhen. Der Gurt wiegt 200 Gramm und kommt im schlichten Schwarz-Grau daher. In der Breite muss man sich wenig Sorgen machen. XL bis XXL sollte so ziemlich jedem passen. Als letztes heute ein Hohlbeitel von Kirschen zum Anfertigen von Bechern, Schüsseln und ähnlichem. Diesen gibt es in verschiedenen Größen. Ich benutze ihn in 26 mm. Der Griff ist aus Weißbuche und das Metall ist auf 61 Grad Rockwell gehärtet. Erwähnenswert dabei, der Beitel ist in Deutschland von Hand geschmiedet. Er ist 15 x 3 x 1,5 cm groß und wiegt 222 Gramm. Ein nützliches kleines Werkzeug für die Holzbearbeitung, natürlich auch in Verbindung mit einem Schälmesser, zum Beispiel aus dem letzten Flottendreier. Ich hoffe, der 14. Flottendreier hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir noch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keinen Flottendreier mehr und wir sehen uns dann bei den nächsten Ausrüstungsvideos. Bis dahin, tschüss, tschüss.